Ich habe ein total gutes Workout für euch, was euer Beine und Po trainiert. Es ist ohne Gewichte, also könnt ihr es zu Hause machen, ihr könnt es im Hotel machen, ihr könnt es aber auch im Gym machen. Und wenn ihr es im Gym macht und dazu gerne Gewichte dazufügen wollt, dann ist das auch möglich. Es ist ein kurzes Workout. Der erste Teil ist 90 Sekunden, um ein bisschen warm zu werden. Dann haben wir 6 Minuten ohne Pause. Dann gebe ich euch wieder eine Minute Pause. Dann haben wir 2 Minuten Übung, dann kommt wieder eine Minute Pause und dann kommen die letzten 2 Minuten. Also die tatsächliche Workout-Dauer ist nur 10 Minuten und es ist alles für einen besseren Bein und Po und sogar euer Bauch werden auch ein bisschen schöner davon, weil ihr euch immer ganz schön gerade halten müsst und ganz viel Spannung machen müsst. Also viel Spaß und ich mache es zusammen mit euch. So, das Erste, was wir machen werden, ist, wir setzen uns hin und bereiten uns ein bisschen vor in diese tiefe Squat-Position, wo wir heute rein müssen. So, wichtig ist, Fersen auf dem Boden. Es geht also nicht mit einem gehobenen Fuß und der Po so tief wie möglich zum Boden und der Oberkörper so gerade wie möglich auch. Und dann müsst ihr euch gar nicht Großes denken, sondern nur ein bisschen so sitzen und euch bewegen. Könnt auch ein Bein zur Seite machen, damit es hier ein bisschen dehnt. Wieder zurück zu dem Squat. Andere Seite. Es gibt jetzt keine Regeln bei diesen 90 Sekunden. Ihr könnt jetzt natürlich machen, was ich mache. Aber eigentlich möchte ich nur, dass man hier unten bleibt die ganze Zeit und ein bisschen warm werdet. Weil alles, was wir jetzt demnächst machen, passiert in diesen Positionen. Also ganz, ganz tiefe Bottom Position. So, wieder hier ein bisschen. Oder ihr macht es dynamisch. Seite, Seite. Immer die Ferse auf dem Boden, denkt daran. Andererseits ein bisschen sitzen bleiben, auch gerne so ein bisschen wippen, total in Ordnung. Wir machen das für noch 30 Sekunden und dann geht's bald los. Immer Blick nach vorne, nur wenn wir den Wechsel machen, könnt ihr kurz nach unten gucken, wenn ihr das unbedingt wollt. Sonst ist Blick immer Richtung geradeaus. 30 Sekunden, nee, 15. Nochmal hier ein bisschen sitzen, bisschen kippen. Warm werden und dann ist es eigentlich auch okay. Wir haben jetzt 30 Sekunden Pause und dann fangen wir an mit unseren 6 Minuten ohne Pause. Und es ist ein ständiges Wechsel zwischen Kniebeuge und Ausfallschritte. Ich erkläre es zwischendurch, aber sonst das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach genau das zu kopieren, was ihr seht, dass ich mache. Letzter Schluck Wasser, wenn ihr es braucht, bevor wir starten. Und sonst stellt ihr euch im Hüftbreite Fußstand hin. Und dann kommen als Erstes in 5 Sekunden normale Kniebeuge. Immer gut tief. Und nochmal denkt daran, der ganze Fuß muss auf dem Boden sein. Und wie ich vorhin gesagt habe in der Intro, ihr müsst gar nicht schnell machen. Das Wichtige ist, dass jetzt werden 6 Minuten durchgesogen ohne Pause. Mir ist total wichtig, bei alles immer, was mit Beinen zu tun hat, in diesem Fall Squats oder Ausfallschritte, dass ihr ständig einen Blick nach vorne habt. Was passiert, wenn ihr anfängt, nach unten zu gucken, ist, dass der Rücken wird auch rund. Und das ist ungefähr das Schlimmste, was passieren kann. So irgendeinen Punkt vorne finden und dann immer dahin gucken. 10 Sekunden noch. Und dann wechseln wir direkt zu Ausfallschritte im Abwechseln. Und her. Schritt nach hinten, Füße zusammen. Schritt nach hinten, Füße zusammen. Und habt einfach Vertrauen, dass ihr einen großen, langen Schritt macht nach hinten und dass der Fuß und Knie schon mitmacht. Es ist nicht so gut, wenn ihr erstmal landet und überlegt, wo ist der Fuß und so. Es muss einen Flow haben. 30 Sekunden. Hände könnt ihr hier haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr die aber auch hier haben, an der Seite. Dann spürt ihr auch, ob euer Bauch fest ist. Oder wenn es ein bisschen schwieriger sein soll, dann macht ihr die Hände hier. Und denkt daran, wieder. Hauptsache ist, dass du es durchziehst für 6 Minuten. Und dann ist es egal, ob du mein Tempo folgst oder nicht. Und der letzte.
Und dann sind wir Füße komplett zusammen. Und jetzt kommen einfach enge Kniebeuge. Und es ist wirklich wichtig, wenn ich sage Füße zusammen, dass die tatsächlich ganz zusammen sind. Nicht ein bisschen Abstand zwischen den Zehenspitzen, sondern Füße wirklich zusammen. Gut atmen. Auf dem Weg nach unten ist einatmen und aus. 20 Sekunden noch. Und dann haben wir wieder Ausfallschritte. Fersen auf dem Boden. Und stopp. Füße bleiben so. Der Ausfallschritt ist jetzt seitlich nach hinten. So ein Twist. Seitlich nach hinten. Große Bewegung. Knie immer leicht auf den Boden berühren, damit ihr checken könnt, dass ihr den vollen Range of Motion habt. Also Bewegungsumfang. 30 Sekunden nach. Und wichtig ist auch, dass ihr versucht, dass euer Oberkörper immer Richtung vorne ist. Also dreht den Oberkörper nicht mit. Ich gucke nach vorne und nur meine Beine machen den Twist. Letzte 10. Und dann haben wir unser letztes Mal Kniebeuge. Diesmal ganz breit hinstellen, Füße nach außen und Knie auch. Wieder ganz tief und ganz hoch. Wichtig nochmal ist, dass ihr so tief wie möglich geht. Dann kriegt ihr nämlich die besseren Ergebnisse. Und Fuß und die Fersen müssen komplett auf dem Boden sein. Lang. Und dann kommt die letzte Übung und dann haben wir erstmal Pause. Drückt aktiv auch die Knie nach außen, die dürfen nicht nach innen, aus mit den Knien. Und Füße zusammen. Schritt kommt jetzt nach hinten. Dann das Knie nach oben, wechseln. Anders Bein, Knie nach oben. Wichtig ist, dass ihr kurz hier steht, 1-2 Sekunden, damit ihr seid, ihr habt die Kontrolle über die Bewegung und nicht die Bewegung hat die Kontrolle über euch. Knie kurz auf dem Boden und dann sonst einfach abwechseln. Nur noch 25 Sekunden und dann gibt es schon Pause. Wer also noch kann, kann ein bisschen schneller machen. 10 noch. Blick immer noch nach vorne, guck nie nach unten. Letzte. Und eine Minute Pause gibt es jetzt. Dann könnt ihr was trinken. Ich kann auch was trinken. Und dann kommen jetzt nur noch 2 Übungen, die jeweils 2 Minuten dauern. In 30 Sekunden geht es wieder los. Und das Erste, was ich möchte, ist, dass ihr steht, ganz breit. Es muss wirklich ziemlich breit sein. Die Füße sind auch so leicht nach außen gedreht. Es geht noch nicht los, ich zeige es nur einmal. Dann kommt ihr so tief wie möglich und der Fuß ist immer noch komplett auf dem Boden. Das machen wir nur so der eine Seite. Wir starten in 20 Sekunden. Und wir machen, wie gesagt, immer nur so diese eine Seite. Und ihr müsst dabei immer noch erinnern, der Blick ist nach vorne. Die meisten wollen dabei gerne kurz so ihr Bein oder etwas anfassen. Das geht nicht, das ist falsch.
So, Blick nach vorne und dann vertraue, dass die Bewegung einfach hier hingeht. Stehen und wir haben jetzt gestartet. Eine Minute. Und das hier ist eine Übung, dass wenn ihr die durchzieht und auch richtig tief kommt und ohne, dass die Ferse gehoben werden, dass dann werdet ihr morgen und vor allem übermorgen höchstwahrscheinlich ein bisschen Muskelkater bekommen, wenn nicht sogar viel. So ganz tief und guckt nach vorne, weil das macht, dass der Rücken gerade bleibt. Hier hin und zurück. Bisschen Pause. Einfach ruhig und gut. 15 Sekunden nach. Und denkt daran, es gibt dann keine Pause. Wir wechseln einfach direkt zu der anderen Seite. Wir machen eine noch. Und dann geht's von hier direkt dahin. Ihr müsst auch dann gar nichts mit der Beinposition ändern, weil der Abstand ist ja der gleiche. Ihr müsst nur die Seite wechseln. Gut tief. Wichtig ist auch, dass dieses Bein hier gestreckt ist, dass ihr das nicht beugt. Und nochmal, denkt daran, ihr müsst nicht mein Tempo folgen. Ihr müsst 2 Minuten durchsehen können in euer Tempo. Und dann könnt ihr irgendwann wieder das Workout machen und dann schneller machen, wenn ihr wollt. 15 Sekunden. Und dann gibt es 1 Minute Pause wieder. Letzter. Und Pause. Füße wieder zusammen. Beine so ein bisschen ausschütteln, wenn ihr es braucht. Und dann die letzte Übung ist wieder 1 Minute. 1 Minute, aber von einer neuen Übung. Ihr könnt jetzt erst was trinken und dann zeige ich euch die. Wir stehen jetzt auf ein Bein, aber ihr habt noch 45 Sekunden Pause. Auf ein Bein und das macht ihr die ganze Zeit. Es ist total normal, wenn ihr zwischendurch Balance verliert, aber dann einfach wieder ganz schnell back on track und dann ist es okay. Arme hängen lang, guckt nach vorne, ihr findet wieder diesen Punkt nach vorne und jetzt geht es darum, dieses Bein, worauf ihr steht, so tief wie möglich zu beugen, bis die Arme auf dem Boden sind oder die Hände, ohne hinzugucken. Es sieht dann so aus, guckt nach vorne, beugt das Bein, kurz berühren, dann wieder aufstehen. Und wir starten in 5 Sekunden. Ich starte mit rechts. Und es geht los. Gut tief berühren und dann wieder hoch. Balance halten. Knie beugen, Bein beugen so viel wie möglich. Und dann wieder hoch. Gut atmen, weil es ist ja jetzt schwieriger dadurch, dass ihr die Balance auch halten müsst. Für manche ist das wesentlich einfacher als für andere. Ich habe zum Beispiel wahnsinnig lockere Bänder. So für mich, ich muss immer ein bisschen damit kämpfen. Nichtsdestotrotz ist genau das hier, oder die hier, eine von meinen absoluten Lieblingsübungen. Gut. Wir haben jetzt 10 Sekunden noch. Und dann wird direkt gewechselt. Ich denke, ich schaffe noch 2. Letzter. Kurz schütteln, aber es geht sofort los, weil die Zeit läuft schon. Spannung im Bauch. Und gut atmen. Und die Arme sind locker. Sekunden. Und nochmal, das Allerwichtigste ist, dass ihr nach vorne guckt. Ich sehe das jeden Tag in meinem Beruf, die nach unten gucken, machen sofort die Übung falsch. 2 noch.
Und der letzte. Und fertig. Okay, ich wurde ein bisschen müde am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 10 Minuten habt ihr gearbeitet. Ich hoffe, ihr könntet es spüren. Ich konnte es auf jeden Fall. Und wenn ihr Glück habt, dann kriegt ihr morgen und vor allem übermorgen ein bisschen Muskelkater. Vergesst dieses Workout jetzt nicht. Versucht es wieder in einer Woche oder so. Und dann werdet ihr schon spüren, dass ihr es viel, viel besser macht als jetzt dieses erste Mal mit mir. Und wenn ihr es dann nochmal macht, dann könnt ihr ja versuchen, dass bei aller Übung hält ihr so eine kleine Kurzhantel hier vorne oder eins in jeder Hand. Also es ist jetzt nicht nur ein Workout zum einmal machen und wieder vergessen. Es ist wirklich immer ein mega Workout und vielleicht ist es irgendwann auch einfach euer Warm-up-Routine. Aber erstmal ist es ein gutes Bein- und Po-Workout.